Ich habe noch nie, auch privat, so gut in meinem Leben gegessen wie hier. Und schön, dass ihr am Start seid heute. Ich teste das erste Mal in meinem Leben, oder ich esse zum ersten Mal in so einem richtig heftig teuren Schuppen. So, das ist in Buxtehude. Seabreeze heißt das, im NSB-Hotel. So, und dann werden wir den übelsten Gourmet-Shit uns reinflashen. Im Vergleich zu Döner oder sonst was ist das natürlich jetzt mal eine ganz andere Nummer. Wenn ich ein ganzes Restaurant teste quasi so, knallhart, jetzt mal drei Gerichte. Und dann baller ich zum Schluss die Bewertung zusammen. Haut mir alle Empfehlungen rein, was ihr wollt, ob es Nobel-Hotel ist, ob es Döner ist, Burger, Pizza, alles könnt ihr mir reinknallen in die Kommentare. Wir sind verabredet, wir ballern jetzt erstmal rein. Was sagt er eben zu dir, Ahmed? Eine Kochweste in deiner Größe hat er nicht, sagt er, ne? Nee, aber ein Shrimp-Tablet. So, und da sind wir. Hier ist das normale Restaurant. Aha. Hier war früher das Gourmet. Ihr genau. Könnt auch gerne mit in die Küche reinkommen. Ja, das wäre super. Moin. Moin. Hallöchen. Wie heißt das? Sous-Chef? Sous-Chef. Was ist ein Sous-Chef? Das ist der stellvertretende Küchenchef. Ah, okay. Was machst du Schönes hier gerade? Ich mache ein Duxolais. Boah, das sind auch Ausdrücke, die habe ich noch nie gehört, sag ich dir ehrlich. Ganz, ganz fein. Gehackte bzw. geschnittene Pilze. Nicht, dass du dir jetzt in die Finger schneidest, wenn ich dich hier ablenke. Hast du schon, ne? Ich habe mir letztens auch, jetzt, guck mal, das da habe ich mir am Finger gehackt hier. Siehst du das? Ja. Thomas, was wollen wir denn überhaupt heute kochen für mich? Wir können machen Seekäufe mit Speckmantel. Unbedingt, ja. Und wir könnten machen Filet. Können wir auch drei Gerichte machen? Wir können auch noch eine Suppe dazu kriegen vorweg. Ja, ja, bin ich dabei. Ja, du isst ja bestimmt auch manchmal hier, ne? Das größte Geschmackserlebnis, was du sagen müsstest, was ich mir hier abholen kann von euch. Also das Butter-Aged Steak sah ganz gut aus. Ja. 26 Tage in Butter. Oh, ehrlich? Ja. Das ist 26 Tage in Butter eingelegt? Ja. Boah, Thomas! Nein, gibt's nicht. Wieso nicht? 90 Euro das Kilo, mein Freund. Ja, das bezahle ich doch. Du willst echt ein Butter-Aged? Ja, ich brauche ein Butter-Aged. Portemonnaie leer, guck mal, was ich opfer für euch. Ich dachte, ich werde eingeladen, der Zug ist jetzt abgefahren. Der Zug ist jetzt endlich abgefahren. Ja, ja. Nee, ich bezahle, kein Problem. Ein schönes Stückchen Schweinefleisch, ne? Nee, eben nicht. Doch. Ranzi Ahmed! Das ist ein Limetten Brennnessel-Sorbet. Das darf ich eigentlich nicht vorm Essen, das desensibilisiert meine Geschmacksnerven. Das ist aber auch, das ist, wie gesagt, das ist eine Kombination von ihm und der Bar. Nee, willst du, ich fress Brennnesseln auch in der Freizeit? Also. Und weil es jetzt den richtigen Wild. Weil es wieder so ein bisschen riecht, kennst du diesen Fischfilet aus der Dose mit dieser Tomatensauce? Ach, die aus der, die ist auch bei Aldi gewesen, oder? Ja. Ich hau euch gleich an. Früher waren auch bei Lidl, jetzt hat er auf Aldi umgestiegen, die Zutaten, ne? Ja, das stimmt. Aldi ist auch günstiger. Was ist das erste Gericht, Thomas, was wir machen? Das ist eine Tomatensuppe. Ich bin Tomatensuppen-Experte. Appetit. Ja, danke Thomas. Du verwöhnst uns echt heute, Mann. Bruh. Unglaublich. Ich habe viele Tomatensuppen im Leben gegessen. Jetzt will ich gucken, ob das sich unterscheidet zu einer Standard-Tomatensuppe. Deko hin oder her, aber schmeckt das auch anders? Ja, das kann man deutlich schon mal sagen. Nicht zu vergleichen mit irgendeiner Tomatensuppe. Ich habe schon oft so eine Vorspeise gegessen. Du hast ein Erlebnis. Kam mir fast zitronig und auf einmal hast du so einen Impuls von Zitrone. Dann hast du natürlich die Kräuter da drin und diesen Basilikumschaum. Das Tomatengelee war da noch unten drin. Ne? Sag ich, Weird Walk, habe ich noch nicht so gegessen. Nur für diese Suppe würde ich hingehen. Ich schwöre es euch. Das mit dieser Schaumform in der Konsistenz, wie sie der Mund oder man selber nicht kennt, das vermengt sich hier so richtig. Das nimmt man hier noch ein bisschen Büffelmozzarella. Ich sage euch, Real Talk, diese Suppe, ne, würde von mir die höchste Bewertung überhaupt bisher, was ich überhaupt bewertet habe, bekommen. Ich wollte hier gar nicht mit Kommazahlen anfangen, aber dem würde ich einen 9,7 geben. Wirklich.
Ganz krass. Ich habe viele Tomaten so wirklich gegessen in meinem Leben. Das ist wild, Alter. Thomas hat mich geflasht. Thomas! Du hast mich von den Socken gehauen. Guck mal, film mal Thomas, wie er so aussieht. Voll der sexy Man. Oh, kranke Scheiße, Mann. Es geht weiter, Mann. Ich komme mir echt vor wie Hall of Fame oder sowas, wie das heißt. Ist das mein Butter Edge? Das ist dein Butter Edge. Hast du zerdrückt den Knoblauch vorher so? Zerdrückt, ja, vorne. Ja, hast du schon mal Faust gemacht? Nee. Nee? Ich stehe die ganze Zeit Thomas im Weg. Er wollte mir eben schon ein Ding ziehen. Eisern, wie eine Kriegerin. Selbst das hier, glaub mir, das kann man essen. Oh, das ist hoffentlich für mich. Thomas, ist das für mich nachher, sei ehrlich. Das ist mein Wunschversuch. Ah, das sieht geil aus. Kannst du scharf essen? Ja, sehr. Ja, dann komm mal her, probier mal. So schlimm? Na komm her, mach die Hand auf, mein Gott. So, jetzt zeig ich auf der Eierhase, wenn ich... Ja. Geht, ne? Ist gar nichts. Ich hätte geheult, wahrscheinlich. Valentinstag komme ich mit meiner Freundin, Thomas, ehrlich. Du hast mich überzeugt heute. Die mit dem Bart, oder was? Nee, die mit Glanze. Thomas, du Schlingel, du. Was denn, von Jürgen, die Frau, ist das nicht so? Nee, ne? Von Jürgen, ja. Mit dem habe ich immer abgechillt, beim See. Weiß ich. Ja, wenn er gesagt hat, er muss... Du bist doch jetzt so älter geworden, habe ich den gar nicht gleich erkannt. Na, gar nichts. Wie eine Maschine, du. Ja, ja, aber wir sind Freunde auf Facebook. Wir beide? Wir beide. Ja, ja. Geworden, ja, ja. Ja, wir unterhalten uns immer unter vier Augen. Ja, machen wir. Ja, gehen wir rüber damit, ne? Ja, würde ich sagen. Du schneidest mal endlich an. Nein, ich muss mich konzentrieren, komplett allein. Da darf ich keine Ablenkung kriegen. Wenn ihr diese Creme in drei Wörter beschreiben müsst: lieblich, scharf, kürbislastig, die beinahe so ein bisschen Süßspeisencharakter. Bisschen butterig auch die Creme. Und hat eine geile Schärfe drin. Dann wird das Fleisch hier angeschnitten. Also, er hatte gefragt, wie du es haben möchtest. Ich habe gesagt, Medium, ne? Logischerweise. Sehr zart, das muss man dazu jetzt mal sagen. Schön fürs Auge auch gearbeitet mit zwei verschiedenen Kartoffeln. Das gefühlt in jedem Biss noch mal ein anderes Aroma, einen anderen Geschmack drin. Also pass auf, Leute. Fleisch für mich knallhart, rein vom Geschmack. Nur das Fleisch hebt sich nicht groß ab, muss ich sagen. Soße krank, mit fruchtigen Aroma, sehr süß. Er hat leicht, vielleicht mal bissigen Geschmack durch den Alkohol, aber positiv bissig, ne? Mini-Salatköpfe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das ist. Ist richtig scharf angerüstet. Knusprig wie Chips von oben. Da gebe ich eine 7,9. Abschlussbewertung für das gesamte Gericht, weil der Rest einfach echt schon heftig ist. Boah, ich guck mal, wie weit die da jetzt sind. Ich check mal schon mal ab, was wir jetzt hier nehmen. Was ist das? Nachtisch darf ich noch nicht, Thomas. Doch, das ist sowieso nur noch zwischendurch. Nur für zwischendurch ist das? Das ist ein Zwischengang. Okay, und was gibt es gleich? Weiß ich noch nicht. Thomas, aber ich muss den zum Schluss. Ich muss als Nachtisch. Ich kann nee, das läuft hier sonst vom Teller. Echt? Okay, dann mach ich jetzt. Das war nur mal so ein Test. Ne? Okay. Achso, das kann ich so nicht kaufen, ja. Nee, das kostet so nicht. Ich bin gespannt. Das ist noch übrig, das ist noch in letzter Woche. Oh. Ich habe noch nie so gegessen, sage ich wirklich. Alleine diese Creme. Ich glaube, ehrlich jetzt, Real Talk, du kannst sehr viel mehr Geld ausgeben und würdest nicht sowas bekommen. Ich würde sagen, es ist eher ein Eischarakter, aber so eine Mischung zwischen Nougat, wie man es so kennt. Ja, es ist schon so bissfest wie Nougat, aber es ist jetzt kalt. Kriegt man von mir, ich schwöre, als Nachtisch. Eine 9,5 Punkte. Das kannst du kaum, ist heftig. Ich bin so gespannt auf, was er mir jetzt auf den Tisch haut. Ich fühle mich wie ein kleiner Junge. Ich hoffe, er lässt mich nicht zahlen, Leute, Mann. Ich sage nachher zu mir, ich sage, Thomas, wie viel kriegst du? Und ihr werdet genau das hier sehen. Lass mal. So wird er machen, ne? Ahmed? Inshallah. Inshallah. Gut, nächstes Gericht, yalla. Komm mal her, probier mal. Lass mal gucken. Also ist so leicht lakritzig, aber auch. Pernod. Ah, hat er Pernod reingemacht, der Fuchs. Geil. Geil. Ist das schon mal doch mein Fisch jetzt? Ah, ich krieg ihn doch. Ich mach das mündlich.
Hast du meinen Arm gesehen gerade? Ich hab deinen Arm gesehen, ja, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus, ne? Überlegst du nochmal mit dem Alter, was du gesagt hast, ne? Das ist es, jetzt weiß ich, dass das ist. Ja, das ist es. Man verändert sich mit der Zeit, ne? Ja. Moment, hey, wie sieht das aus, ne? Was ist das? Oha, das ist eine so gute Frage. Boah, das ist Hähnchenleber. 100 Punkte. Ehrlich jetzt? Der Kandidat hat 100 Punkte. Willst du echt Hähnchenleber? Natürlich ist das kein Hähnchenleber. Nee, ehrlich nicht? Ach Mann, naja, ich hab mich schon gefreut. Ich hab das komplette Video nicht gewusst, wie viel das Essen kostet. Ich hab's erst nach dem Video erfahren. Und ich hätte wirklich gedacht, es wäre viel, viel teurer. Man kam auf diese kranke Idee, so einen schönen Pernod lakritzig mit da reinzuballern, hebt sich schon mal wieder ganz krass ab. Wie gesagt, dieses Hähnchencharakter von Marion Hähnchenfleisch. Butter, dieser Parmesan, dann diese Seezunge. Zart, saftig, ummantelt, die Zunge zerfällt für mich im Mund. Es ist nicht komplett das Gericht, was für mich für eine 10 von 10 prädestiniert ist. Ich weiß nicht, ob man es besser machen kann. Ich habe das erste Mal Seezunge gegessen. Da muss ich dazu sagen, da fehlt mir noch ein klein bisschen Rums von der Seezunge in sich, der Geschmack. Ich gebe Ihnen 8,8 Punkte. Jetzt kriegen wir noch ein veganes Gericht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man gekocht hat, muss danach alles aussehen wie vorher wieder. Ja. Also entweder kriegst du jetzt den Rumpsteak, kriegst das Filet oder die Ente. Dann nehme ich Ente, Thomas. Komm, lass mal was anderes. Okay, gib doch nicht vegan. Ich muss mich korrigieren. Du kannst auch noch vegan kriegen. Vegane Ente, ja. Das ist eine wilde Brokkoliart. Eine wilde Brokkoliart, Alter. Du kommst hier mit Wachen, Thomas. Wo kaufst du das ein, Mann? Aus dem Garten gepflückt. Ja, Mann. Der pflückt andere Sachen bei sich im Garten. Wie ist diese andere, diese Kreuzung nochmal aus dem Kuchen? Flower Sprout. Flower Sprout. Sauerkraut. Sauerkraut, ja. Ich glaube, du hast hier noch Hunger, Thomas. Also zum letzten Gang vielleicht gleich noch ein Dessert. Wir haben jetzt Ente hier. Die ist, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, Sous Vide oder so. Das ist in diesen Beuteln gegart. Sehr, sehr zart durch dieses Garverfahren, kann ich so schon mal sagen. Es ist noch besser als bei Oma, man muss es einfach sagen. Das war schon krank bei Oma damals. Damals, letztens, ja. Vor Monat war es. Damals vor 20 Jahren. Das ist, es ist komplett im Einklang. Eine schön geschmeidige, leckere, süße Kruste durch scharfe Anbraten. Eine leichte Pfeffernote. Der Pfeffer kommt so ganz mild rein. Ich würde jetzt mal sagen, es kribbelt wirklich leicht. Aber er dringt nicht so irgendwie aggressiv eklig durch. Das Kartoffelpüree mit irgendwie, was sagt der, 70% Butter macht er rein. Du merkst es auch, es schwebt bei dir im Mund. Diese Aromakombination, das ist nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Ich weiß, es ist nicht so, aber es kommt so ein bisschen vor bei dieser Küche, als hätte sich jemand mit einer Feinwaage hingestellt. Also wirklich Real Talk, das ist einfach on point. Das ist durchdacht. Ich sage euch, auch dem hier gebe ich eine 9,1. 9,1 von 10, eine Ente. Viel besser zu machen, diese Zartheit. Ich gebe 9,2 sogar. 9,2. Das ist eine andere Nummer. Das ist wirklich eine andere Liga. Ich bin ja echt Naturbursch und esse auch gerne mal von der Wiese was. Klee oder so, ne? Wirklich, jetzt kein Real Talk. So das Gericht, also diesen Nachtisch, finde ich jetzt lange nicht so krass wie die anderen Sachen, weil ich trotzdem einfach wegen der Ausgefallenheit, diesen Geschmacksexplosion, eine 8 von 10 trotzdem noch geben. Und was krass ist, fühlt sich so auf eine Wiese, wirklich. Pflückt ein paar Blüten, 1000 Geschmäcker, Brennnesselsamen oben drauf. Also 8 von 10 ist auch wirklich sehr individuell. Thomas, so, also vielen Dank schon mal für die Gastfreundschaft, ne? Sag mal jetzt so allgemein, was kriegst du jetzt überhaupt von mir? Und ihr werdet genau das hier sehen. Lass mal. Solli, mach mal die Rechnung fertig. Also von mir mein Abschlussstatement zu dem Laden.
Ich habe bei vielen Läden gegessen, wo es hieß so, oh, das ist anders, das ist komplett. Ich habe noch nie, auch privat, so gut in meinem Leben gegessen wie hier. Aber ich muss sagen, auch von den Preisen, ne? Da muss man auch noch mal sagen. Ich dachte, ich zahle hier ein Sechi, ein 70er pro Gericht. Kein Vergleich, Preis-Leistung ist krank. Ich bin einfach hin und weg. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr öfter so eine Gourmet-Touren sehen wollt, schreibt es auch rein. Ich fand es heftig, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Daumen hoch, Kommentar, Glocke an, Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und...